Hallo, in diesem Video wieder einige Antworten auf Ihre Fragen. Die erste Antwort ohne Frage fällt direkt aus. Visual Style benutzen wir schon seit einigen Tagen. Ansonsten die üblichen Spielregeln finden Sie in einem Video auf unserem Channel Semperesponso. Das Video bitte durchschauen, damit Sie verstehen, warum einige Fragen hier nicht beantwortet werden. Eventuell, weil sie schon beantwortet wurden oder eben weil wir auf andere Art und Weise schon zur Lösung gekommen sind. Die Mails mit den Fragen bitte schicken Sie an den Channel Semper Video. Die erste richtige Frage, wir haben es heute ein bisschen eilig, bin spät dran und muss noch was tun. Die erste richtige Frage kommt von User Alpha T9. Er hat in seiner Windows Superbar die Möglichkeit verloren, Programme wohl anzuheften. Einfach mal an Taskleiste anheften, in Ihrer Standard-Suchmaschine suchen. Da finden Sie jede Menge Möglichkeiten. Zum Beispiel der zweite Treffer, der scheint es zu bringen. Jedenfalls plausibel. Und zwar kann es sein, dass Sie bei diesen Shortcuts, diesen kleinen Pfeil, dass Sie den ausgeblendet haben. Also hier sind einige, die das genauso gemacht haben, haben diesen kleinen Pfeil auf den Shortcuts ausgeblendet und seitdem hat man damit dann auch diese Möglichkeit gekillt. Einfach hier den Treffer mal durchlesen. Das scheint es mir schon zu sein. GPY-Table fragt an bezüglich, gibt es unter Windows Ubuntu die Möglichkeit, Rechenleistung im Netzwerk sozusagen freizugeben an andere PCs? Ja, wenn Sie die entsprechende Software nutzen, dann geht das. Ist überhaupt kein Problem. Nur Sie müssen die entsprechende Software halt nutzen. Dieses SETI-at-Home-Programm, das ist ja sowas. Da suchen Sie nach Außerirdischen, haben aber natürlich die entsprechende Client-Software bei sich installiert. Geht also. Allgemein zu sagen, ich habe zu viel Power und jeder andere in meinem Netzwerk darf das nutzen, das geht nicht. Wie sieht es aus mit Urheberrecht bei Gameplay-Videos? Das kommt auf das Gameplay-Video aus an, kann man leider nicht so pauschal sagen. Nächste Frage. Duaner36, braucht man für Ubuntu ein Antivirus-Programm, Hintergrundwächter und so weiter? Eigentlich nicht. Aus mehreren Gründen haben wir schon in den entsprechenden Videos gezeigt. Sie haben es auch nachher selbst gefunden. Aber trotzdem, wir haben gezeigt, es gibt Antivirenprogramme, in der Regel allerdings nur, um Windows-Geschichten zu scannen. Also ein USB-Stick, der von einem Windows-Rechner kommt oder ähnliches. Aber die Windows-Viren können uns ja eh nicht schaden unter Ubuntu. Und selbst wenn halt jetzt ein Virus auf unsere Rechner kommt, der kann ja nicht gestartet werden. Insoweit, er kann also so nicht schädlich sein. Wenn wir natürlich dann den Fehler machen, das Ding startbar machen und dann auch noch doppelklicken, dann haben wir es irgendwo auch verdient. Deswegen eigentlich eher nein. Aber es gibt Antivirenprogramme und wir haben sie schon gezeigt. Kann man unter Ubuntu die Taskleiste färben? Ja, kann man, haben wir auch schon gezeigt. Einfach das Taskleistenvideo anschauen. Bruli15 ist unzufrieden mit seiner Downloadleistung, seiner 16.000er-Leitung. Er hat jetzt allerdings wohl das Ganze getestet, wenn ich das richtig verstanden habe, unter BitTorrent. Und das ist leider nicht repräsentativ genug, um irgendwelche Auskünfte darüber geben zu können. Denn bei BitTorrent laden sie von anderen privaten Nutzern runter und die sind alle nicht schnell unterwegs. Und insoweit, je nachdem, was sie da runtergeladen haben, also ja, kann es also durchaus sein, dass sie halt die Teile einfach so langsam bekommen. Wir haben in unserem Download-Video eigentlich zwei, drei Beispielanwendungen gezeigt, die sie runterladen können. Die kriegen sie auch mit vollem Speed. Das ist wesentlich aussagekräftiger. Eventuell da nochmal melden, wenn es da auch schlecht aussieht. Podcaster 2000 fragt an bezüglich nochmal Videos von Gameplays zu YouTube. Ist das erlaubt? Ja, wie gerade schon gesagt, man kann es so eigentlich nicht genau sagen, weil ich nicht genau weiß, was in diesen Gameplay-Videos vorkommt. Wir dürfen auf keinen Fall den Fehler machen, nur weil das in den USA erlaubt ist, dass das eventuell bei uns auch erlaubt ist. So, was ist bei uns erlaubt? Kram, den wir selber erstellen, der ist erlaubt. Das heißt, wenn ich jetzt mal als Beispiel Counter-Strike nehme und ich laufe in Counter-Strike rum und zeichne das auf, dann ist das erlaubt. Da brauche ich mir keine Sorgen machen. Wenn aber jetzt zum Beispiel was nicht selbst erstellt ist, also weil diesen Counter-Strike, diese Umgebung, die erstellt sich ja quasi erst, wenn ich da spiele. Deswegen kann man sagen, das ist selbst erstellt. Ich benutze zwar Skins von anderen, das ist richtig, aber das benutze ich auch in diesem Moment, wo ich jetzt halt hier meinen Ubuntu-Desktop aufzeichne. Aber halt, da das halt quasi erst von mir quasi so gemacht wird, in dem Moment, wo ich jetzt hier clevererweise einfach mal minimieren drücke, ja, das gibt es ja sonst normalerweise nicht. So, das ist jetzt was, das habe ich gemacht, insoweit darf ich das dann aufzeichnen. Und Sie dürfen es auch bei Counter-Strike. Wo allerdings oftmals Unterschiede sind, ist, wenn im Hintergrund irgendeine Tondatei abgespielt wird, also zum Beispiel ein Song,
Der Song, der kann von mir ja nun mal nicht beeinflusst werden. Das Schießgeräusch ist wieder was anderes, aber wenn halt im Hintergrund ein Song läuft, der halt vom Spiel kommt und der halt immer abläuft und so weiter und so fort, daran hat wieder jemand Urheberrechte. Das wird genauso behandelt, als wenn man sagen würde, da läuft im Hintergrund ein Radio und ich zeichne das mit auf. Deswegen, da muss man unterscheiden. Das reine Gameplay müsste unserer Ansicht nach absolut erlaubt sein. Wenn aber natürlich im Hintergrund Tongeräusche zu hören sind, also jetzt nicht abgesehen von dem Loading oder ähnliches, was halt nur kommt, weil ich auf die F5-Taste drücke. Sie kriegen eventuell mit, ich habe das schon lange nicht mehr gespielt, ich weiß nicht, ob F5 für Nachladen ist. Aber Sie wissen, was ich meine. Wenn ich den Ton trigger, dann okay, aber wenn er im Hintergrund läuft bei einem Spiel, dann kann es sein, dass die dann sagen, bei Autorennspielen ist das, glaube ich, so oftmals so. Da läuft im Hintergrund dann noch irgendeine Radiomusik mit, um das Feeling zu erhöhen. So. Und dieser Song ist dann halt urheberrechtlich geschützt, ganz klar. Den darf ich in meinem Video nicht abspielen. Das heißt, da könnten Sie darauf achten. Worauf Sie aber auf jeden Fall achten müssen, ist, nur weil Sie das alles dürfen, hält das die entsprechenden Spiele-Publisher überhaupt nicht davon ab, Ihnen gerichtlich an die Karre zu fahren. Die werden eventuell verlieren, ja, wenn Sie alles richtig gemacht haben. Aber Ihnen Angst machen, das können die trotzdem noch. Denn das werden die in der Regel immer dann versuchen, wenn ihnen das Video nicht gefällt. Also wenn sie jetzt da irgendwelche Gameplay-Videos erstellen, indem sie einfach sagen, also das Spiel ist ja wirklich absolut grottig, ja, dann kann es natürlich sein, dass das dementsprechend nicht gefällt und dann wird er sie abmahnen für 400 Euro und da müssten sie natürlich dann die entsprechenden Cojones haben, um zu sagen, ja, dann lassen wir uns mal vor Gericht treffen und dann werden wir mal feststellen, ob das hier so erlaubt ist. Und wie gerade gesagt, wenn Sie kein Urheberrecht verletzt haben und alles selbst erstellt haben, dann sind Sie auch auf der sicheren Seite. Aber dafür brauchen Sie natürlich Geld und Zeit, um die Sachen dann durchzustehen. Deswegen, wenn Sie jetzt sagen, ich mache hier meinen privaten Gameplay-Channel auf, wenn Sie das durchstehen, dann sicher. Wenn Sie aber sagen, ich lasse mich von dem ersten Buh in die Ecke scheuchen, dann lassen Sie es direkt sein. Florian007 fragt an Visual Basic, wie kriege ich das hin, dass Textboxen größer werden, wenn ich das Formular größer ziehe, indem sie über dieses Resize-Ereignis die entsprechenden Befehle an die Buttons übermitteln. Haben wir alle schon in unseren Videos gezeigt, einfach dort ganz kurz nachschauen. Wie funktioniert ein Video-Downloader? Ein Video-Downloader funktioniert grundsätzlich genauso wie jede andere Datei auch. Wird alles binär übertragen. Haben wir schon gezeigt in unseren Videos. Kann ich mit einem Brni-Code Windows programmieren, umprogrammieren. Ich weiß nicht mal, was Brni-Code ist, deswegen eventuell da mal einen Link mitschicken. The Yom-Fan fragt an, bezüglich, er hat eine Joomla-Datenbank oder streng genommen hat er zwei, er hat wohl zwei Websites und er will diese zwei miteinander mergen, also zusammenpacken, dass beide Websites auf einer Datenbank basieren. Wenn ich das so richtig verstanden habe, ja, geht natürlich überhaupt kein Problem. Das Problem fängt erst da an, dazu müssen Sie MySQL können und zwar richtig gut, denn Sie müssen dann in MySQL die entsprechenden Befehle schreiben, von wegen if User 1 noch nicht in Datenbank 2, dann sucht er in Datenbank 2 eine neue Seriennummer, schreibt den Benutzer 1 da rein. Deswegen, das müssen Sie dann können, aber das geht. Phil03111992 fragt nochmal nachgefragt und zwar. Hier machen wir mal eine Ausnahme. Normalerweise würden wir sagen, wir haben ja die Frage nicht. Das war allerdings eine besondere Frage, die ist uns noch im Hirn stecken geblieben. Und zwar, er ist abgemahnt worden, oder streng genommen die Großmutter, die Oma ist abgemahnt worden und wir hatten gesagt, das kann grundsätzlich stimmen und gehen Sie damit zum Anwalt. Und jetzt hat er nachgeforscht, die IP stimmt nicht. Das kann natürlich stimmen. Das kann allerdings auch ein Trugschluss sein, je nachdem, wie Sie jetzt da nachgeforscht haben. Wenn da jetzt nachgeforscht wurde von Ihnen dahingehend, dass gesagt wurde, die IP, die den Missbrauch begangen hat, die ist beim Provider Telekom. So, Sie sind aber nicht bei der Telekom oder T-Online. Dann haben Sie natürlich recht, dann haben Sie einen Treffer gelandet, dann ist die Sache auch mehr oder weniger erledigt. Wenn Sie allerdings eine Telekom-IP genannt bekommen haben und Sie haben nur eine andere Telekom-IP, dann sind Sie noch nicht wirklich raus aus dem Rennen, denn als Telekom-Kunde ist es nicht unüblich, dass man alle 24 Stunden eine andere IP bekommt. Das heißt, Sie hatten die IP mal. Ja, und nach 24 Stunden Zwangstrennung haben Sie eine andere bekommen. Deswegen, dann sind Sie noch nicht wirklich raus. Ed Hardy fragt an bezüglich Windows 7. Alle Icons sind verschwunden. Ich kann die Taskleiste nicht mehr öffnen und bei der Taskleiste sind keine Bilder. Wie kann ich das wiederherstellen? Ja, dazu müssten wir wissen, was Sie als letztes gemacht haben, dass das Ganze so aussieht. Könnte Schadware sein.
Ist schwer zu sagen. Sorry. Patrick Maluch fragt an, Ubuntu Bootproblem. Er hat uns einen Screenshot geschickt. So sieht es bei ihm manchmal oder immer aus. Ist nicht ganz klar geworden. Fakt ist auf jeden Fall, wenn wir uns das hier mal ganz kurz anschauen, wir haben hier eine Alarmmeldung. Alert, Festplatte, die zweite Festplatte, die erste Partition der zweiten Festplatte, das ist SDB. Oder ist das ein variabler Datenträger? Auf jeden Fall, hier fehlt eine Festplatte. Und deswegen droppt er auf die Shell. Also, da war bei der Installation irgendwas vorhanden, was nachher nicht mehr vorhanden ist. SDB1 ist ein Datenträger. Und B müsste eigentlich der zweite Datenträger sein und 1 müsste eigentlich die erste Partition auf dem zweiten Datenträger sein. Kann dann sein, dass das der Datenträger ist, wo sie Ubuntu installiert haben, dass der fehlt. Haben sie es auf einer externen Festplatte installiert und dann die Festplatte rausgezogen. Es hört sich so an, als wenn das das Problem wäre. Drainer36 nochmal, er hat jetzt das Virusvideo gefunden und fragt jetzt allerdings, da gibt es mehrere Pakete für ihn. Linux RPM, Linux Deb und Linux TarGZ. Welche Version soll ich jetzt nehmen? Wenn Sie Ubuntu haben, Ubuntu basiert auf Debian und für Debian sind die DEB-Pakete perfekt. RPM ist unter anderem für SUSE, das ist ein anderes Paketsystem, wie die Dateien quasi auf Ihren Rechner kommen. Deswegen RPM ist quasi die Konkurrenz. So, Deb ist das Beste für Ubuntu-User oder Debian-User. Und falls eben gar nichts da ist, dann können wir auch noch mit TarGZ, das ist quasi gezippt, und in dem ZIP-Paket ist dann in der Regel eine Installationsdatei dabei, die wir dann starten müssen und in der Hoffnung, dass es dann auch funktioniert. Aber wenn wir Deb-Pakete haben, dann nehmen wir die. TrueDurko fragt an bezüglich unmöglich euch zu mailen, das überrascht uns, sie haben uns nämlich gerade eine Mail geschickt, indem sie die hier abgeschickt haben. Er schreibt ganz normal, ja, der Nutzer Semper-Video hat dich als Freund gesperrt, du kannst diesem Nutzer erst eine Nachricht senden, wenn er deine Freundschaftsanfrage akzeptiert hat. Ich bin mir allerdings ziemlich sicher, euch noch nie eine Freundschaftsanfrage geschickt zu haben. Ja, das ist ja auch das Problem. Schicken Sie uns einfach so eine alberne Freundschaftsanfrage, wir haben da eine Sperre eingebaut, dann wir nehmen alle Freundschaftsanfragen an, wenn sie sind dann nicht wählerisch und ja, dann läuft die Sache auch wieder. So, bezüglich seines Mails, wegen seines Problems, da ich leider auf meine Mail vom Internet... Wo ist denn jetzt die Mail? Okay, also Sie können mir offenbar jetzt Mails zuschicken, aber Sie müssen mir die Mail schicken. Die ist hier scheinbar gerade nicht dabei gewesen. Barkaful 108 ist die Link-Lücke, nee, die Java-Applet-Lücke immer noch da. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Haben wir jetzt nicht mehr verfolgt, ob Java da ein Update nachgeschoben hat. Das muss ja über Java kommen, das Update. Das ist ja keine Schuld von Microsoft. Auch wenn wir sonst immer sagen, die sind alle schuld. Streng genommen ist hier die Schuld nicht bei Microsoft zu suchen. Big Silver, ja gut, streng genommen ist Microsoft natürlich wirklich schuld. Klar, die nehmen ja den Link dann quasi auf und lassen alles zu. Aber das Einfallstor ist halt nicht auf Microsoft. Big Silver Stunt bezüglich... Ich habe ein Problem mit meinem PC, ein Programm gehabt, das die Einstellung meines PCs schädigt. Dieses Programm habe ich gelöscht und danach festgestellt, es hat sich nichts geändert. Das heißt, das Teil war wahrscheinlich immer noch da. Standardverhalten eines Trojaners, je nachdem, wie Sie es gelöscht haben. Ich würde empfehlen, machen Sie das Ganze über eine Antivirus-Boot-CD, haben wir schon gezeigt. Und klar, die Registry-Einträge überleben das, aber wenn die Registry-Einträge alleine noch drauf wären, dann hätte sich das schon geändert. Dann laufen die ins Leere. Und das würde nicht mehr funktionieren. Das heißt, nicht nur die Registry-Einträge sind da, sondern auch die Schadsoftware ist noch da. Das heißt, sie haben es nicht wirklich gelöscht. Deswegen Antivirus-Boot-CD wirklich löschen und danach mit einem Registry-Cleaner nochmal versuchen, diese schädlichen Einträge zu finden und dann zu löschen. Wobei, wenn sie drin bleiben, so richtig schädlich ist das nicht. Das ist nur nicht effektiv. Der irre Ossi fragt an bezüglich Gambas, ob wir mal zeigen könnten, wie man eine Uhr umprogrammiert. Video ist schon erstellt, kommt in den nächsten Tagen online. Das war's. Okay.